So, Ladebildschirm weg, wunderbar. Ab nach Süden. Die tangieren uns ja gar nicht eigentlich. Bleibt ruhig, wo ihr seid. War nicht gerade noch da in der anderen Richtung? Nee, ist schon okay, geht schon. Lasst mich mal, ich brauche keine Begleitung. La la la. Nein. Ach, kommt ein. Wow, fett stehen lassen. Bis zum letzten Moment gewartet und dann zugeschlagen. Das war taktisch ganz große Meisterleistung. Da muss man Selbstkontrolle haben. Nee, war einfach jetzt Zufall. Schon wieder, ich frage mich echt, wie die ganzen Kisten immer hierher kommen. Das ist ein bisschen unglaubwürdig. So, fängt es sich wieder? Ja, sehr schön. Gut, klauen wir mal wieder ein bisschen. Sagt mal, was ist denn hier los? Das gibt's doch nicht. Klauen wir mal wieder in den Kisten, in denen schon Gras wächst. So, ach, noch mehr. Das verzögert doch alles meine Ankunft in Treles, Leute. Das könnt ihr doch nicht machen. So, nochmal Krankheit, ach ne, Krankheit übertragen hatten wir, glaube ich, noch nicht. Mal was anderes. Was nicht heißt, dass ich die jemals ausprobieren werde. So, ich weiß nicht, wie weit es noch ist, aber ich glaube, wir müssen dann schon irgendwie mal demnächst ankommen, oder? Schauen wir mal, hier vorne haben wir auch schon mal einen Wegweiser. Der wird uns sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Überraschung. So. Und dann gucken wir mal. Wir können natürlich auch einfach mal auf die Karte gucken. Ja, wir sind gleich da. Wunderbar. Am liebsten wären wir natürlich, wenn wir ohne Geruckel gleich da wären. Wie gesagt, es ist gerade sehr heiß. Da muss man das jetzt mal hinnehmen. Ich freue mich dann schon wieder drauf, wenn im Winter man keine Ausreden mehr braucht, um nicht jeden Tag rauszugehen. Und wenn es dann auch kühl genug ist, dass der Laptop dann auch mal wirklich kühl bleibt und nicht überhitzt. Und dass der Kühler dann auch mal was bringt. Ich meine, wenn man hier heiße Luft reinpustet in den Laptop mit dem Kühler, na, dann bringt das auch nicht viel. Und da ist übrigens Treles. Treles ist keine richtige Stadt, das ist nur eine Burg. Die ist allerdings gut bewacht. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ja, ein bisschen haben wir noch zu tun in dem Spiel. Das ist allerdings richtig. So, schauen wir uns mal um. Hallo Milok. Sag mir, was du brauchst und dann geh wieder. Ich bin beschäftigt. Immer so unfreundlich jetzt. Hä? Kannst du mir das Schmieden beibringen? Ich soll dich unterrichten. Warum? Was hast du für mich getan? Du darfst deine Waffen für das Volk der Orks führen. Reicht dir das nicht? Nein, reicht mir nicht. Wer hat dich das Schmieden gelehrt? Wir Orks sind Krieger. Viele unter uns beherrschen diese Kunst. Nicht selten wird sie vom Vater zum Sohn weitergegeben. Du bist ein guter Schmied? Das will ich meinen. Viele Krieger sind mit meinen Klingen erfolgreich in die Schlacht gezogen. Aber das war nicht immer so. Du hättest mein erstes Schwert sehen sollen, Mara. Es war schäbig und mit einer schartigen Klinge, aber ich habe es immer bei mir getragen. Es erinnerte mich an meinen Vater. Lasst mich raten, es ist weg und ich muss es wiederfinden. Du hast dein altes Schwert nicht mehr? Nein, weil dieser idiotische Versager von einem Aufseher Tempek nicht zuhört, wenn man ihm was sagt. Ich sagte, er könne sich einige Waffen aus meiner Kammer für seine Ausgrabungen am östlichen Tempel mitnehmen, aber nicht das alte Schwert, das auf meinem Bett liegt, habe ich gesagt. Tempek muss es mitgenommen haben, der Idiot. Gut, dann werden wir gleich mal bei Tempek mit hier vorbeischauen. Wie jetzt? Ich brauche Waffen 500 Gold. Seid ihr bescheuert? Ich gebe da nicht 500 Gold aus, damit ich dann bei dem Waffen kaufen kann, wo ich auch noch Geld bezahlen muss. Zumal ich die Waffen ja auch einfach hier klauen kann. So ist es ja nicht. Aber wir lassen das erstmal. Können wir später nochmal schauen. Ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass dort Waffen rumliegen. Vielleicht finden wir ja dort...
Ach, hallo. Hast du Heiltränke bei dir? Ja. Ich brauche Heiltränke. Ja, und? Gib alle, die du bei dir hast, sonst gibt's Haue. Verstanden? Oh, da bettelt jemand um Schläge. Das ist aber schön. Vergiss es. Du bekommst gar nichts von mir. Das wollen wir doch gleich mal sehen, Morra. Yay. Komm schon. Zeig's mir. Zeig's mir, Prank. Du hast keine Chance. Das war's. Lass mich in Ruhe. Also unsere Stärke macht sich wirklich bezahlt, Leute. Damit kann man jetzt richtig gut kämpfen. Also meine Stärke, nicht eure Stärke, meine Stärke. Ja. Also wir haben es jetzt schon ganz schön drauf. Was? Keinen Schritt weiter. Ja, will ich ja auch nicht. Wessen Gebäude ist das hier? Der Kriegsrat von unserem Herrn. Wack wird hier abgehalten. Morra. Das ist schön, ich will aber auch gar nicht rein. Das Problem ist bloß, die Straße ist so eng, dass man ja hier bei euch vorbeigehen muss fast. So, mal kurz hier Prank verhöhnen oder so. Warum habt ihr Krieger so wenig Heiltränke? Der schmierige Morra Avogadro war unser Alchemist. Doch seit ein paar Tagen ist er verschwunden. Hat sich aus dem Staub gemacht, das Aas. Keine Ahnung, wo er abgeblieben ist. Es wäre besser für ihn, wenn er seinen Arsch wieder ins Labor bewegt. Ich kann mir denken, was mit ihm passiert ist, wenn er weg ist, aber wir werden ihn natürlich finden. Ich werde Avogadro für dich finden. Nicht nur finden, Morra. Herbringen wirst du ihn, klar? Mir war so, als ob irgendwo in der Nähe von Trelis eine Wolfshöhle war und ich weiß nicht, ob der drin liegt oder so, würde mich aber nicht wundern. So, da wir mal gnädig sind, sind wir mal hier, geben wir ihm mal einen. Hier hast du einen Heiltrank. Warum nicht gleich so? Aber das ist immer noch zu wenig. Wir brauchen mehr davon. So, plus 4, das ist aber schön. Keine Dankbarkeit, aber immerhin steigt unser Ruf. Das ist ja schon mal was. Mit der Zeit werden sich alle unterwerfen. So. Ist hier drüben noch ein Eingang? Nee. Gut. Dann haben wir noch eine Hälfte der Burg. Und dann sind wir eigentlich schon durch Trelis durch. Ich weiß gar nicht, wo wir hier 100 Rufpunkte zusammenkriegen sollen. Lesen wir erstmal eine Runde. Uninteressant. Na, sowas aber auch. Als aber Belia sah, was die Diener Innos taten, schrie er vor Zorn. Und ein Wesen von uralter Macht hörte seinen Ruf und erhob sich aus der Erde. Und andere große Wesen mit ihm. Ja, ja, und dann begann der Krieg zwischen Innos und Belia. Hier steht was über Alchemie. 36 Alchemiepunkte mittlerweile schon. Das könnte mittlerweile sogar schon reichen, um irgendwelche Skills zu lernen. So viel haben wir mittlerweile uns schon angelesen hier. Du siehst doch, wir reden gerade. Ja, auch die Assassinen haben es sich bis hierhin schon vorgearbeitet und der hier sieht irgendwie stark nach einem Paladin aus. Schau mich nicht so an. Ich weiß selbst, dass ich hier eigentlich nichts verloren habe. Richtig. Du arbeitest für die Orks? Natürlich. Oder soll ich mich etwa in den Höhlen verkriechen wie die Rebellen? Ich bin stark und will mich nicht verstecken. Verstehst du? Du bist ein Paladin. Ich war es einmal. Bis wir den Krieg und unsere Runenmagie verloren haben. Heute bin ich nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Daran werden auch die großen Pläne der Feuermagier nichts ändern. Was mir gerade auffällt, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber der Kerl hat bloß rechts einen Panzerhandschuh an. Der linke Arm ist vollkommen ungeschützt bei ihm. Ist irgendwie komisch. Du kämpfst gegen dein eigenes Volk. Innos hat uns alle verlassen. Mit der Runenmagie ging auch mein Glaube. Ich werde erst wieder mein Schwert gegen die Unterdrücker erheben, wenn Innos mir die Magie zurückgibt. Tja, da kannst du lange warten, denke ich mal. Von welchen großen Plänen der Feuermagier sprichst du? Einige Magier in Nordmark glauben, einen Weg gefunden zu haben, uns unsere Magie wiederzugeben. Dazu suchen sie diese alten Feuerkelche und lassen sie sich in ihr Kloster bringen. Und eben deswegen wollen die Orks nicht, dass die Feuerkelche in die Hände der Feuermagier geraten, denn dann könnten die Paladine auf einmal wieder zaubern. Ja, und genauso kann man den Konrad dazu bewegen, hier einen Aufstand mit anzuführen, indem man die Feuerkelche alle hoch nach Nordmark schleppt, segnen lässt und dann ihm einen davon gibt. Aber das werden wir natürlich nicht machen und deswegen wird er niemals seine Magie zurückerlangen. Das tut mir wirklich sehr leid. Was weißt du noch von den Feuerkelchen? Gar nichts. Nur muss sich einer von ihnen befinden. Das ist doch schon mal was. In meiner Tasche.
Ich glaube, Belial. Ich habe ihn in dem Gerümpel der vertriebenen Soldaten dieser Burg gefunden. Ja, her damit. Gib mir den Feuerkelch. Um damit was zu tun? Das, wozu du scheinbar nicht in der Lage bist. In Ordnung. Hier, nimm das Ding. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was, wenn du ihn den Feuermagier in Nordmar bringst. Ein sehr leichtgläubiger Typ. Mir auch so einfach bereitwillig davon zu erzählen, ist schon mal toll. Tja, der Feuerkelch, der wird dann später mal wahrscheinlich nicht oben in Nordmar landen, sondern eher in den Händen von Grog, wenn wir es denn schaffen sollten, alle Feuerkelche zusammenzukriegen. Ist aber eher unwahrscheinlich. Hast du zu viel Zeit? Ja, habe ich. Sonst würde ich nicht Let's Playen. Nicht wahr, Kabir? Gib Acht auf das, was du hier anfasst, Fremder. Nur wenn du Geld hast, werde ich dich in meinem Haus dulden. Habe ich. Ich hoffe, wir verstehen uns. Wer bist du? Ich bin direkter Abgesandter Varans. Mein Name ist Kabir. Ich handle mit seltenen Kostbarkeiten der Wüste. Wenn du es dir leisten kannst, mache ich aus dir einen mächtigen Mann. Ist dein Geldbeutel leer, ist es besser, du verschwendest nicht meine Zeit. Jeder Segen, aber auch jeder Fluch hat seinen Preis. Ach, wie schön, die ersten Ausläufer, die ersten ausstrahlenden Zeichen, dass wir uns Varant nähern, ist das nicht super? Du bist doch nicht nur Händler. Richtig erkannt. Die Orks durchsuchen das ganze Land nach Relikten des alten Volkes. Wir gewähren den Orks freien Zugang zu allen Teilen Varants und unterstützen sie bei ihren Ausgrabungen. Ich kümmere mich darum, dass die Orks ihren Teil der Abmachung einhalten. Welche Abmachung habt ihr Assassinen mit den Orks? Wir unterstützen die Orks und sie bezahlen uns dafür. So einfach ist das. Jedoch ist Vak schon seit einigen Tagen mit seinen Zahlungen im Rückstand. Ich kann nicht behaupten, dass ich sonderlich erbaut darüber wäre. Na sowas, da arbeiten Assassinen und Orks zusammen. Deswegen werden wir auch Orks in der Wüste treffen, ein paar. Aber hauptsächlich werden die sich in Myrtana aufhalten, weil die Assassinen quasi die Vertretung übernehmen für die dort, weil sie ja einfach in Varant zu Hause sind und damit können sie die orkische Seite dort ganz gut vertreten und alles andere unterdrücken. Wie viel Gold schuldet Vak dir noch? Eine unvorstellbare Menge Geld, Fremder. Sollte Vak das Geld nicht bald bezahlen, werden wir die Tore Varants für die Orks schließen. So lange, bis die Orks ihre Schulden beglichen haben. Erzähl mir mehr über die Relikte des alten Volkes. Die Orks sammeln alles, was sie an Artefakten und alten Schriften finden können. Doch ihr größtes Interesse gilt den göttlichen Artefakten. Es heißt, dass das alte Volk einige davon besessen hat. Daher lassen sie die Menschen in den alten Tempeln graben, um sie zu finden. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Ich bin ein Geschäftsmann, kein Gelehrter. Die Geheimnisse dieser seltenen Reliquien ist den weltlichen Menschen bisher noch verborgen geblieben. Angeblich sollen sie in der Hand eines Auserwählten der Götter unvorstellbar mächtig sein. Wer weiß das schon? Auserwählter? Meine Ohren hörchen auf. Wer das wohl sein könnte in diesem Spiel? Ein Auserwählter der Götter? Ich weiß ja nicht. Welche göttlichen Artefakte haben die Orks schon gefunden? Im östlichen Tempel von Trelis gab es angeblich ein solches Artefakt. Gab? Es ist nicht mehr dort. Was macht dich da so sicher? Ganz einfach. Ich weiß, wo es ist. Tatsächlich. Wo befindet sich das göttliche Artefakt aus dem östlichen Tempel? Der Preis für diese Antwort übersteigt die Fähigkeiten deines Geldbeutels, fürchte ich. Was muss ich tun, damit du mir sagst, wie ich in das göttliche Artefakt komme? Ich mache dir einen Vorschlag, Fremder. Du sorgst dafür, dass Vak seinen Teil der Abmachung einhält und ich helfe dir weiter. Ich finde, das ist fair. Wenn du das sagst? Ja, klingt super. Schauen wir mal, was der Kaiser anzubieten hat. Zeig mir deine Ware. Und dann werden wir mal zusehen, dass wir das tatsächlich so machen, denn wäre ja schön, wenn wir dann irgendwie... Krummschwert, ist das das, was wir auch haben? Ja, ich glaube, ne? Wäre ja schön, wenn wir irgendwie schon mal hier mit den Tempeln jetzt in Berührung kämen. Das werde ich dir erst verkaufen, wenn du deinen Wert bewiesen hast. Das ist schade. Ja, und das ist bestimmt zu billig, das brauchen wir uns gar nicht hier aneignen. Diesen Bonus gegen Hitze weiß ich gar nicht, inwiefern das nützlich ist in der Wüste. Hier steht nichts Neues. Na sowas. Also, irgendwas wird es schon bringen, denke ich mal, wenn man in der Wüste ist, dieser Bonus gegen Hitze. Ich habe aber keine Ahnung.
Hier steht nichts Neues. Ich bin auch nicht so ein Typ, der bei irgendwelchen Spielen jetzt ständig auf die Statistikwerte guckt, dass man hier irgendwelche Werte sich erhöht oder so, sondern ich nehme das so mit Halbwissen immer hin und erhöhe irgendwie, um dann halt einfach Spaß zu haben. Uninteressant. Professionell ist wahrscheinlich auch was anderes, aber nun ja. Reicht ja. Ich schaffe meine Spiele immer. So, hier unten darf ich bestimmt nicht rein, oder? Ist ja alles